Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Starbound. Ich habe immer noch sehr, sehr große Angst, dass mir gleich das Spiel abstürzt. Ich habe jetzt nochmal zwischen der Folge jetzt und der letzten Folge ein bisschen nachgeguckt, was passiert sein könnte, ob ich irgendwie was reproduzieren kann und im Forum geschrieben und. Ich muss einfach zugeben, mir ist wirklich massiv die Lust am Spielen vergangen, aber ich will jetzt noch ein paar Folgen machen, einfach aus dem bescheidenen Grund, dass ich demnächst wieder keine Zeit haben werde, was zu spielen. Und zwar möchte ich jetzt ein bisschen mit dem Relocator rumspielen. Der sollte... Ich weiß gar nicht, ob er Energie verbraucht. Aber das sollte jetzt so funktionieren, dass ich selbst durch Wände hinweg, ich probiere es mal hier durch, jetzt dieses Hühnchen einsammeln kann. Kann ich? Nein, kann ich nicht. Wer die Mission gesehen hat, der weiß, was ich jetzt will. Kann ich überhaupt meine Hühnchen einsammeln? Ah, mit der rechten Taste. Mit der linken kann ich es wieder schaffen. Also mit der rechten sammle ich die Viecher ein. Und mit der linken gebe ich denen ein neues Zuhause. Okay, ich habe hier eine Batterie drin. Interessant. Na okay, Batterie ist in Ordnung. So, Ausrüstung. Also die wichtigsten Sachen sind immer noch gleich. Ich habe hier Nahrung genügend. Irgendwas, was bald schlecht wird. Das ist ja auch ganz wichtig. Den brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr, den Honig. Das hier sieht alles gut aus. Okay, den Honig werde ich jetzt gleich nochmal entsorgen. Und ich muss mich mal anders hinsetzen. Ja, das muss sein. Das muss auch in der Aufnahme sein, weil ich nicht dran gedacht habe, mich vorher richtig hinzusetzen. So. Honig tue ich einfach mal hier rein. Passt schon. Und dann werden wir die Mission nochmal besuchen. Bessere Rüstung tue ich mir nicht an oder setze ich mir nicht auf, weil das ist eine der besten Rüstungen, die wir haben. Die muss reichen. Und jetzt hoffe ich, dass das Spiel nicht abstürzt, während ich in diese Mission reingehe. So, wir nehmen gleich die Best. Wir nehmen gleich mal ein bisschen Heilungsbuff und ein bisschen, dass wir uns schneller fortbewegen können. Wisst ihr was? Wir gehen gleich mal hier unten lang. Hier drücken wir mal den Schalter. Wie es oben aussieht, das haben wir ja beim letzten Mal gesehen. Ich will jetzt wirklich bloß ein bisschen diesen Tempel durchbringen. Hier, Frosch, da kann ich noch nicht durch. Das Gift stört mich schon ein bisschen, aber wir werden relativ gut gegengeheilt. Wir nehmen uns mal hier den Buff zu Gemüte und hier die Buffs und nehmen gleich mal die gute Waffe, dass wir hier ein bisschen vorankommen. Well, that is quite the situation. Are you right? Was hast du noch so gesagt? Achso, hier, das war mit... Es ist natürlich blöd, weil ich die Folge nicht in die Playlist genommen habe und vielleicht haben die einige wirklich nicht gesehen, wie ich das erste Mal in diesem Tempel war. Gleich am Anfang konnte man sich entscheiden zwischen zwei Wegen und ich bin jetzt den anderen gegangen, als ich beim letzten Mal gegangen bin. Und das heißt, das ist jetzt auch alles relativ neu für mich. Und ich bin sowieso dafür, dass ihr euch die Missionen selber mal anschaut, weil die sind wirklich gut gemacht. Also ich finde sie super. Gut, das sind die einzigen zusätzlichen Missionen, die es zurzeit als gemoddete Form für Starbound gibt. Ah, da ist was Besonderes da unten. Es kommt mir doch ziemlich bekannt vor. Kann es sein, dass ich doch schon mal hier war? So, rechte Taste. Können wir uns hier noch ein bisschen umschauen. Es reicht gerade so. Ah, hier war das. Hier brauche ich Guided Rocket Launcher, um hier durchzukommen. Oder irgendwas anderes. Nee, das war nicht irgendwie mit Bouncy-Dingens. Wenn ich jetzt meine Zauberstäbe noch hätte, die ich aber leider wirklich nicht dabei habe, das hätte ich ruhig verkaufen können. Ah, da können wir den Relocator hier rein tun. Ja, ich kann mal den hier freilassen. Und ich hätte noch ein... Also ich sehe schon so viel falsch gemacht bei dieser Mission. Kann ich mich ducken? Ja, kann ich. Dann versuche ich mal, mich hier dran zu... Ja, da komme ich auch hier durch. Können wir das hier einfach einschalten? Müssen wir es nicht extra kaputt machen. Normalerweise ist die Gedanke so, dass ich mit einer Guided Rocket Launcher hier durchschieße und die Fässer kaputt schieße. Und in dem Moment, wo das Ding kaputt ist, ja, ist es auch deaktiviert oder aktiviert, wie auch immer. Da kommen wir nämlich hier ran und kriegen erstmal ganzen Pixel und die Diamanten. Nicht schlecht.
Hier, die können wir auch noch kaputt machen. Kriegen wir auch noch ein paar Pixel. Nicht sehr viele, aber was soll's. Ah, oh, das war... Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Wir nehmen nochmal das hier. Und das. Und das. Und machen das an. Und ein bisschen Heilung. So, hier geht's nicht weiter. Ich schätze mal, wir müssen nach oben. Ja, ich glaube, ich war schon mal hier. Ja, das kommt mir bekannt vor. Wir machen erstmal hier alles kaputt. Guck nochmal hier rein, da ist nichts. So, hallo mein Freund. In den Rücken. Ich weiß eh, dass du mich angegriffen hättest. Das ist nicht unfair. Der hätte sich verteidigen können. Hier, die Frösche wollen ihn rächen. Egal. Hier, Frösche, stirbt. Ich habe die gleiche Rüstung an wie beim letzten Mal. Achso, natürlich, weil ich nicht so viele Kampfgeschehen bis jetzt habe. Ich dachte gerade, ich wäre wirklich gut, aber wenn ich nicht wirklich kämpfe, dann ist das auch kein Zeichen für guten Kampfskill. Pixel Hero Shirt, das sieht doch super aus. So, dafür würde ich gar keinen Slot erst verwenden, denn also, das sieht auch ein bisschen blöd aus. Kommt mir das bloß so vor oder sieht das so aus, als wäre ich irgendwie dick? Ich bin nicht dick. Mein Charakter ist auch nicht dick. Ja, das kommt mir bekannt vor. Hier waren wir schon mal. So, kommt her. So. Nein, ich wollte hier ein bisschen wegfliegen. So, wo bist du? Ah, das funktioniert doch bis jetzt einigermaßen gut. So, hier. Leider kann ich nicht so viel reden, während ich kämpfe, weil da bin ich abgelenkt. So, der muss noch. Ihr Tentakelmensch. Nein! Ah, Glück. Ja, genau in so einer blöden Situation ist das Spiel vor uns abgestürzt. Jetzt. Nicht schon wieder! Was ist denn hier los? Irgendwas ist mit dem Spiel los. Das ist furchtbar. Ich überlege gerade ernsthaft, ob ich Starbound nochmal komplett deinstalliere und nochmal neu installiere. Denn irgendwie... Achso, der war friedlich. Oder der ist friedlich. Ich weiß gar nicht, ob ich ihm beim ersten Mal begegnet bin. Das ist alles nicht... Das fühlt sich nicht so richtig an. So, wir nehmen jetzt hier nochmal... Den da, die beiden und den Fruchtsalat. Und wir gucken mal, was du im Angebot hast. Überhaupt nichts Besonderes. Irgendwas, was mich interessieren würde? Nein. Oh. Okay, das ist wesentlich effektiver, das Ding. So, komme ich hier runter? Ist da irgendwas? Ein Schalter ist da. Haben wir den jetzt auch gedrückt? Ja, ich glaube schon. Der ist jetzt grün. Und jetzt hier runter wieder. Dann müsste der Weg dann hier frei sein. Ist er nicht. Okay. Also es war nicht der Schalter, den wir gesucht haben. Hm. Wo geht's dann weiter? Keine Ahnung. Ah, da oben. Das war der Schalter. Wir kommen jetzt hier rein. Hier, wo die ganzen Pixel sind. Und hier sind wahrscheinlich noch mehr Pixel. Ja, das ist okay. Und wir haben Eis gefunden. Das... Können wir jetzt gerade nicht essen, weil wir voll sind, weil wir satt sind. Aber okay. Ah, hier ist der Frosch, der uns die ganze Zeit noch genervt hat. Natürlich so. Er hat nicht mehr was hinterlassen. So, hier ist auch nichts drin. Hier vielleicht. Hier, Alkohol ist böse, den machen wir kaputt. Wetten hier. Genau, wird das aufgemacht und das war der erste Weg, wo wir uns entschieden haben, hier lang zu gehen. Haben wir das mehr oder weniger geschafft? Sind hier noch irgendwelche Schalter, die man aktivieren kann, die ich übersehen habe? Wir können uns an den Brunnen setzen. Wir können uns da hinsetzen, wo der Frosch... Ah. Ist ein bisschen blöd, mit einer Hand zu spielen, während das sozusagen aktiviert ist, diese Sicht. Hm, da. Überdeutlich der Schalter. Hm. Aber hier die ganzen Kisten können wir eigentlich auch durchgucken. Da ist bestimmt viel Zeugs drin. Bloß die Frage, ob wir das brauchen.
Obwohl, Core-Fragments sind niemals schlecht, also. Ja, die Nano-Bandage kann man auch benutzen. Oh, der ist ganz schön groß. Oh, Upgrade-Module gerne. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch welche brauche. Weiß ich gerade wirklich nicht, aber wenn wir sie schon mal zur Verfügung haben, ist leider nichts drin. Oder wir hatten es schon geplündert. So, jetzt sollte es da unten eigentlich weitergehen. Glaube ich zumindest. Immer noch nicht. Haben wir überhaupt den Schalter gedrückt? So. Ja, der Schalter sieht gedrückt aus. Na, dann machen wir mal hier weiter. Und hier ist der Grund, weswegen ich den Relocator brauche. Es geht nicht durch die Wand. Wir können diesen Hund nicht retten. Ah, du musst jetzt leider sterben. Können wir dich doch noch irgendwie retten? Nein. So viel zu dem Thema. Ja, wir gehen erstmal nach hier unten. Da ist eine Katze zu opfern. Do you smell an ambush? Because all the darkness sure it's so. Scheiße, wir kommen hier nicht mehr raus. Ja. So, jetzt erstmal heilen. Achso, hier 5. Das kann man noch. Und hier die beiden Sachen. Achso, und eine Fernwaffe wäre eigentlich ganz praktisch. So. Hier. Und der nächste Frosch muss dran glauben. Ah, hat sich versteckt. Oder weiter bewegt. Oder beides. Wo ist der nächste Frosch? Oh, alle tot. Oh. Ah, nee, das ist. Dingens. Das ist nur ein. Ding. So, arme Katze, du musst auch sterben. Look again. All this sweet. Consider painful, needless death. Ja, toll. Und alles nur für hier so ein paar Pixel. Wie viel waren das Katzenleben wert? Ich kann es mir nicht anschauen. Ich will dich retten. Es geht nicht. Verdammt. Jetzt müssen wir trotzdem hier durch. Ah, okay. Ja, wir können nochmal das hier machen kurz. Okay, so weit war ich noch nicht beim letzten Mal. Sieht man vor allen Dingen daran, dass wir das Ding jetzt aktiviert haben. Ich schätze mal, der andere Weg, da wären wir irgendwann hier rausgekommen. Okay, sind wir jetzt hier drin gefangen? Hm. Ah. Ach, wieder so Sprungpassagen, die getimed sind. Und es kommt langsam, aber sicher Gift von oben. Dagegen möchten wir doch was tun. Aber cool gemacht hier so mit erstens Gift an den Rändern und Fröschen, die einen beschießen. Ich will mir jetzt nochmal hier den Honigbonus geben. Wisst ihr was? Gehen wir hier ein bisschen im Gift baden. Du genauso. Oh, interessant hier. Die Symbole, die da so hingehen. So, jetzt nochmal Fruchtsalat, der ist sehr lecker. Das und das. Gucken wir mal, wie weit wir hier kommen. Aktivieren wir mal das hier und gehen einfach mal weiter. Ich habe keine Ahnung, wo wir langkommen. Wird schon irgendwie gut sein. Okay, wir haben einfach bloß eine Abkürzung. Aber okay, wenn wir jetzt sterben, dann würden wir praktisch hier respawned und könnten jetzt praktisch gleich den einfachen Weg hier nach oben gehen. Das ist okay, das ist gut so, dass wir das jetzt wissen, dass wir das überhaupt können. Und es geht hier weiter. Das sieht ziemlich cool aus. Diese alten Tempel, los, hier, Frosch, stirb. Ich kann nicht zielen. Ich will die paar Pixel haben.
Auch wenn ich sie überhaupt nicht brauche. 15 Pixel. Sehe ich da Tentakel? Wer erschießt mich hier? Wer schießt auf mich? Ah, da oben. Der da möchte sterben. Ich verstecke mich mal noch mal ganz kurz. Hier die Buffs erneuern. Und Fruchtsalat ist noch okay. Dann... So, du und hier war noch einer. So, hast du irgendwelche Pixel hinterlassen? Nein, okay. Das ist eigentlich ganz gut so. Hier ist der nächste. So. Ach, das war's schon. Also wenn wir irgendwo noch einen Schalter gefunden hätten, dann hätten wir hier das noch aktivieren können. Wir haben erstmal die Mission in Anführungsstrichen bekommen. What the cult is doing here? Werde vom bla bla bla. Loot is mine. Ja, schön. Loot is mine. Lunawang, kennen wir schon. Wiseman's Chest Guard, okay. Wisemans, also die ganze Wisemans Ausrüstung, und das hat man schon vorher im Tempel gefunden. Ich gehe jetzt mal ganz kurz hier gucken, ob wir einen Schalter für das Ding da oben finden. Wäre schon schön, wenn wir da was hätten. Aber das ist wahrscheinlich genau die gleiche Geschichte, die wir vor uns hatten bei, also was ist vor uns, vor 3 oder 4 Episoden mit... Ah, okay. Jetzt geht das wieder los. Wisst ihr was? Darauf habe ich irgendwie gar keinen Bock. Wir gehen gleich... Aber ich finde es cool, dass das Ding nur aktiviert wird, wenn wir da wirklich lang gehen. Und nicht anders. Vielleicht habe ich da irgendwas übersehen. Vielleicht hätten wir noch irgendwas anderes aktivieren müssen. Das hier zum Beispiel. Na, das wäre ja auch blöd. Cool, jetzt hat sich das hier alles mit Gift gefüllt. Ach so, damit können wir das hier nochmal... Ah, toll, ich habe mich selber vergiftet. Also wir können uns jetzt hier drunter verstecken, da können wir uns hier oben verstecken und... Ah, das läuft einmal ab und fertig. Auch gut. So, wir gucken mal nach hier oben. Ah, wir kommen nicht vorbei, weil da hätten wir den ersten Weg wählen müssen. Jetzt haben wir das aktiviert, okay. Vielleicht war es das ja schon. Vielleicht ist das die geheime Tür, die uns... da weiterbringt. Erstmal hier so ein bisschen. Okay. Braucht man im Prinzip bloß abwarten. Oh, das hat ein ganz komisches Zeitmuster. Was mich beides nicht interessiert, ich will so schnell wie möglich hier hoch. Wir können nochmal unseren Translocator ausprobieren. Wozu haben wir denn das Ding gebaut? Na. Cool. Ich komme trotzdem nicht hier durch. Verdammt. Lass mich hier durch. Mit großer Gewalt versuche ich hier durchzukommen. Ah, das regt mich gerade auf, dass wir hier nicht durchkommen. Ein bisschen sehr schade. Ja, das war einfach bloß die Mission. Och, komm, das ist so, tut so weh, wie beim letzten Mal. Also man muss hier im Tempel noch irgendwelche Schalter finden und die richtigen aktivieren und dann kommt man da durch. Schön gemacht, schön gedacht. Aber ja. Ein Tempel haben wir noch übrig von den extra Dungeons, die ich gefunden habe. Es gibt noch mehr mittlerweile. Aber da müsste ich jetzt erstmal auf Planeten die suchen und. Das will ich eigentlich nicht. Es gibt noch der Invincible, der Tower Invincibile. Wir könnten uns. Können wir uns die anschauen? Warum nicht? Müssten eigentlich noch einigermaßen Buffs haben von den ganzen Sachen, die wir geschluckt haben. Ansonsten nehmen wir die gleich nochmal zu uns. Na.
Nostalgic, this tower blends bright land of a bastion of villainy, bla bla bla. Wäre cool, Warlords. Wäre cool, war the stolen world and train their armies. Konnte man nicht mehr use. Null Protector, cast this. Okay, also das ändert hier. Nein, ich bin nicht in Admin-Modus. Der Admin-Modus ist für meinen Nebencharakter. Ja, wir können die Dinge einsammeln. Ah, jetzt bin ich gerade. Soll ich die Nova-Rüstung anziehen, damit wir hier gegen Lava geschützt sind? Ich glaube ja. Ich glaube, das will ich. Aber die Musik ist schon wieder toll. Ah, ich habe mich übersehen. Los. Wir nehmen mal wieder ein bisschen Nahrung zu uns. Ah, vielleicht geht die Rüstung auch. Vielleicht ist sie okay. Sollte eigentlich Level 6 sein. Und wir kämpfen gegen böse Glitchritter. Aber das war doch schon klar. In dem Moment, wo uns der Baron einen Eingangstext... Okay, wir werden gleich sterben. Schade. Und das lag nicht an der schlechten Rüstung, sondern das lag an... daran, dass ich nicht aufgepasst habe. Und dass wir keine richtigen Heil-Items haben. Ich gebe mir jetzt richtig Mühe dann in der nächsten Folge. Da werden wir dann uns nochmal den Tower anschauen. Aber uns ein bisschen mehr Mühe geben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich bin ganz froh, dass das Spiel nicht abgestürzt ist. Obwohl es wollte. Ich habe es gemerkt. Es wollte es. Aus tiefstem Herzen wollte es das. Aber ich habe es nicht gelassen. Und beim nächsten Mal wird das genauso. Bis dahin. Tschüss.